Hallo und herzlich willkommen zurück zu League of Legends oder League of Abstieg, so wie es aktuell aussieht. Wir sind fleißig dabei abzusteigen. Ich hoffe, dass wir da wieder trotz, also da wieder rausfinden. Wenn ich schon sehe, kriege ich einen Kotzkrampf. Ist leider Gottes so. Ich hasse es. Ich hasse das da. Aber gut, ich werde ihm den jetzt nicht wegbannen. Ich weiß zwar noch nicht, was ich bannen werde, aber dem werde ich ihn dann jetzt nicht bannen. Schön. Ich weiß noch nicht, was ich ihm gerade bannen soll. Ja, so. Dann will ich keinen Set haben. Keine Ahnung, aktuelle Meta ist. Es hat sich ja viel verändert jetzt durch den aktuellen Patch. Und es gibt leider noch keine richtigen Meta-Picks und Meta-Buns. Das heißt, man muss so ein bisschen auf die letzte zurückgehen und da habe ich in der Mitte Zed immer Gast. Gangplank ist ja jetzt genervt worden, wobei ich mag Gangplank immer noch sehr, sehr. Aber ich habe mir jetzt gedacht, dass ich irgendwas banne, damit der Yasuo einfach leichteres Spiel hat. Und da ist ein Zed, denke ich mal, ziemlich gut. Weil ich glaube, ein Yasuo mag ein Zed nicht unbedingt. Ja. Das war der Gedankengang dahinter. Ich mag eigentlich den Wort. Ich behalte den mal. Ah, Lucian. Dann können wir ja wirklich aggressiv gehen. Holy moly. Okay. Da ist das Black Sheet auf jeden Fall nicht schlecht gegen. Problematik ist, wenn sie engagen sie nicht mich, sondern ihn wahrscheinlich. Oder sie werden mich engagen. Also 50-50 Chance, wo ich das Black Sheet dann drauf mache. Aber das Black Sheet ist ja gebufft worden. Das heißt, es sollte vielleicht etwas besser funktionieren. Das werden wir gleich sehen. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Wir sind aktuell 4 Spiele vom Aufstieg wieder entfernt. 4. Das tut mir so weh. Okay, die Top-Lane gefällt mir. Der Jungler gefällt mir nicht. Die Mid-Lane gefällt mir nicht. Aber unser ADC gefällt mir. Und natürlich meine Morgana. Ich spiele sie als Geisterbraut. Ich finde Ignite auf den Supporter nicht so gut. Deswegen nehme ich auch Entzünden nicht mit, also Ignite nicht mit. Macht zwar viel Schaden. Die Heilung ist verringert. Ja, aber ich bin so ein Typ, ich vergesse das immer zu setzen. Ich brauche eigentlich auch keine Erschöpfe mitnehmen. Ich bräuchte irgendwie eher sowas wie Heil. Ne? Doppelheal oder so. Ich nehme jetzt Entzünden mit. Wenn aggressiv, richtig aggressiv. Hätte in den Fights vorhin vielleicht auch ein bisschen was geholfen. Also in dem letzten Spiel. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass das was gebracht hätte. Vielleicht springt es ja was in diesem Spiel. Alles Gold, bis auf die Leona Silber 2. Krass. 1565er MMR zu 1527er. Wir sind die mit den 1565er MMR. Das heißt, meine MMR ist, glaube ich, jetzt wieder korrekt berechnet worden. Was sehr schön ist. Das gefällt mir besser. Das heißt, ich kriege gleichwertige Gegner und kann mich daran, ne, daran hochlernen. Ich bin ja immer in einem Lernprozess. Und ich suche aktuell eigentlich nach meinen Taschentüchern, die ich hier liegen hatte. Wo sind meine Taschentücher? Die sind einfach weggelaufen. Bösen Taschentücher. Da ist der Schreibtisch relativ aufgeräumt. Im Sinne von, so wie mein Schreibtisch sonst immer aussah, ist das aufgeräumt. Naja.
Egal. Ein Projekt, Leona. Wir haben eigentlich die Möglichkeit zu invaden. Ich würde auch ganz gerne, ehrlich gesagt, invaden. Also schreibe ich jetzt gleich erstmal invade. Invade. In die Wade rein. Naari mit Exhaust. Yasuo auch mit Exhaust. Das ist so ein schönes mit Matchup. Was mir nicht gefällt, ist, dass Malphite sowie Vladimir Teleport mitgenommen haben. Weil Teleport ist in der aktuellen Season, beziehungsweise in dem aktuellen Patch, seitdem sie Teleport genervt haben, zumindest alles, was im Goldbereich ist, ich denke mal im Platinbereich auch noch und die Hälfte von Diamond auch, also Richtung Challenger erst, useless. Weil wenn der Fight anfängt, ist man da, wenn der Fight zu Ende ist, so in etwa. So, ihr habt dreimal gepinkt, dass ich da hinlaufe. Wow. Och Mann, ich hasse es, wenn die Leute nicht ihren fetten Arsch aus der Pötte kriegen und nichts hinkriegen. Mann, kein Invade. Dann gibt's eine Damage auf die Olle. Jede Menge Damage. Schön, hallo. Counter-Invade wollten sie nämlich machen. Daraus ist dann ja wohl auch nichts geworden. Hallo, du bleibst noch hier, bitte. Danke. Luna F. Ich sag mal, was ist denn hier los schon wieder? Bleibt doch, kommt doch einfach mal her und macht mit, Leute. Meine Fresse, ey. Das hätten 3 Kills sein können oder 20. Easy peasy. Ihr habt heute keinen Sieg errungen. Nee, absolut nicht. Keine Schwäche gegen einen stinkenden Gegner. Raff ich nicht. Die sehen, dass wir da stundenlang fighten und machen was weiß ich was. Ich werde mich noch rächen. Don't get it. So. Push for early level 2. Alleine schon, weil die Leona weg musste. Und weil sie. Hihi. Ja, doch, sie kommt ein bisschen ran. Oha, fast. Da war ich ein bisschen blind gewesen. Sag mal, was ist denn los? Könntest du mal bitte da lang fliegen, wo der Mauszeiger ist? Oh, das ist geil. Da kann ich ja hier im Busch stehen und kann das eh drauf machen. Das ist ja hammergeil. Scheiß Penis. So heißt der Typ. Der wäre tot gewesen, der hätte Lucian gefollowt. Mann. Und der wird auch definitiv für seinen Namen reported werden. Sorry, aber. Ne? Das geht gar nicht. Oh, der ist so schön. Ach, Mann, ey. Das war mein Fail. Oh, ey, kannst du nicht einfach mal drauf feuern? Gut, du wurdest da. Dann brauche ich nicht worden. Ja. Vayne hat geheilt. Das hast du gut beobachtet. Geh vielleicht etwas zu aggressiv. Way too aggressive. Aber ehrlich gesagt, das ist eine Leona Vayne Lane. Was soll man denn dagegen machen, außer aggressiv gehen? Vladimir ist auf Top Lane. Liat gerade. Oha. Da ist Standbild. Alles klar, habe ich verfehlt. So was kommt vor. Nicht rum.
Ich mach schon mal ein Reward. Äh, 29 zu 18. Ja gut, die Vayne, die kann unterm Tower natürlich trotz alledem ihren Farm kriegen. Ja. Was halt eben schön ist, dadurch kann die Leona eben gerade sehr relativ wenig, wow, 101, sehr schön, nice. I like it. Aggressiv werden. Sie kann, aber, naja, wenn solange wie ich, der Vayne, die Qs, glaube ich, sind das, dass sie da tummelt, klaue. Ne? Also, dass sie so schön beiseite springt. Ja. Wie viel Schaden ist da jetzt geflossen? Von unserer Seite aus mehr als von deren ihrer Seite aus. Ach scheiße, ich habe jetzt nicht mehr das mit, was ich ja früher sonst immer mit hatte. Oh Mann, ey. Ich hätte meinen Ignite viel früher mal aufmachen sollen. Oh, ich flash auch noch, ey. Ich bin so ein... Hab das jetzt aber auch nicht ganz gerafft. Das war... ich weiß nicht, was los ist, sagt. Naja, Tower First Blood, wa? Ja, hier, spring mich doch an! Okay. Gut, da sind wir noch schön rausgekommen. Müsste jetzt eigentlich weg, aber ich kann nicht, weil... Na, haltet die Klappe. Okay, er möchte, dass ich weggehe, dann tue ich ihm natürlich den Gefallen. Aber ich glaube, ich werde nicht mit den Items wiederkommen, die ihm gefallen. Ja, ich hätte zwar meinen Zeitstorm schon fertig, aber ich will nicht. Halt sie doch auf! Nein, kannst du nicht, ist klar. Das kann er nicht, das kann er nicht. So, mal kurz hier ein bisschen sortieren. So. Naja, so ist schon gut dabei. Die werden die pusht. Der Pink ist im Übrigen für die Vayne gedacht. Wenn sie nämlich ihre Ulti hat, dass wir sie dann trotz alledem schön die ganze Zeit angehen können. Und klar. Finde ich gut. Ich misse vor allem gerade ein bisschen zu sehr meine Qs, aber ansonsten finde ich das schon gerade ganz gut. Ich denke mal, die werden Level 6 Engage machen. Und haben da leider den Vorteil, dass Solution dahinter hängen wird. Den dürfte auch nicht mehr so viel fehlen. Ah, das habe ich da gesehen. Das war wieder bescheuert. Ich hatte einfach Zucken im Finger. 13 Sekunden, 10 Sekunden noch, dann ist es wieder ready. Aber ich habe gesehen gehabt, so meine ich zumindest, ja, jetzt müssen wir vorsichtig sein, sie sind Level 6, dass sie Leona engagen will. So, direkt mal noch mal ein Stückchen zurückhalten. So, wir dürfen jetzt auch nicht zu sehr zusammenstehen. Dank dem neuen E-Reichweite kann ich ja hier drin stehen. Schön. Danke, Lee, dass du es uns jetzt gerade verzögerst, dass wir hier... Oh mein Gott!
Was war das? Was ist da eben gerade passiert? Wo kam der ganze Damage mit einmal her? Ja, 4 Bot. Korrekt? 4 Bot. Wie auch immer ich den mitgenommen habe. Oh, dann war es jetzt schon wieder fast worth. Krasser Scheiß. Das ging mir jetzt etwas zu schnell, muss ich sagen. That escalated quickly. Ich bin mitten im Kampf Ulti, also Level 6 geworden. Hab direkt instant geultied. Wollte eigentlich den Lucian noch meinen Spell-Sheet geben. Der war dann aber schon, weiß ich nicht wo. Hab's dann mir gegeben. Und ist weird. Weird, weird, weird. Da. Den wollte ich. Achso, hab ich schon. Neue Ping-Mechanik ist so manchmal. Nice, er ist auf jeden Fall verdammt gut dabei. Es wäre nur schön gewesen, hätte er. Hat er? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass er gesagt hat, dass er da jemand missies. Aha. Sowas muss bestraft werden. Sorry, aber sowas muss ja wirklich bestraft werden. Das geht ja gar nicht hier. Wie bekloppt hältst du uns denn eigentlich? Oh, guck mal, hier ist ein Ping. Ein Gegner wurde getötet. Ja, Yasuo ist dann jetzt doch mal gestorben. Leider Gottes. Oh, wir haben aber auch eine dicke Wave, ey. Oh mein Gott, die macht Damage, aber die hat er. Er hat beide. Bevor er stirbt. Komm schon, hol sie dir. Ja, nice. Vorbot. Again. Good job, Lucian. 2 für 2 und 4 Leute Botlane. Muss man was sagen? Nein. War soweit in Ordnung. Es zackt halt eben, weil andauert hier Party auf der Botlane ist. So wie immer. So wie einfach fucking immer. Ich gehe auf jeden Fall auf Mercurys. Care. Ah, gut, den Ping habe ich gesetzt, falls sie ultim wollte. Hat sie ja leider nicht gemacht. Och komm. Lucian 1-on-1 gegen Leona? WTF, Alter. Was ist mit dir? Oh, das ärgert mich jetzt. Okay, machen sie doch noch nicht. Okay, ich dachte, die wird jetzt noch wegflashen oder so, deswegen habe ich meinen Ulti aktiviert. Warum ich mir jetzt einen High-Keks reinballere, weiß ich nicht. Aber muss man ja auch ab und an mal machen, ne? Einfach so einen High-Keks. Lecker. Ich muss mal roamen, habe ich das Gefühl. Aber ich kann den Lucian auch nicht alleine lassen, habe ich ja ebenfalls das Gefühl. Weil der eben gerade im 1-on-1 gegen eine Leona verkackt hat. Was ich sehr merkwürdig finde. Man kann ja sagen, was man will, aber Xin ist eben gerade echt gut dabei, hier
das Spiel für die zu machen. Ja, ja, da ist schon wieder Besuch. Natürlich ist da wieder Besuch. Da kann ich auch nur weglaufen und... Ja, kann nichts machen. Was soll ich dagegen machen? Ne? Wenn die andauernd hier sind? Okay, schade, hat er nicht gekriegt. War aber knapp. War ein guter Versuch auf jeden Fall. Leider nicht so gut gelaufen. Aber er hat zumindest reagiert. Das gefällt mir schon mal. Was macht der da? Oh mein Gott, der sieht drei Mann in der Mitte kommen und engaged. WTF? You see three men coming mit and engaged? Raff ich nicht. Wir müssen jetzt... Hoppaloppumba. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ja, stop talking, genau. Du mit der Wahrheit nicht klarkommst, oder was? Weil das Schwachsinn war. Nein, wir müssen jetzt zwangsweise diesen Turm holen, der Yasu ja gerade hat verkackt hat. Wir kommen trotzdem noch raus. Alter Vater, das hab ich jetzt. Keine Ahnung. Don't get it. Muss ich auch nicht raffen. Glaube ich ganz gut. Ich baue als erstes mal gegen die Ari. Hab dann meinen Qualen teil. Werd jetzt auch in die Mitte roam. Weil da kommt der Yasu ja so super. Er kommt ja gut alleine klar, aber er kommt auch gleichzeitig irgendwie nicht. Ich level hinterher. Die Vayne ist. Okay. Der Supporter ist zwei Level höher als der ADC. WTF. Wie auch immer das getroffen hatte. Ach ja, wir haben ja hier keinen Turm mehr. Da war ja was. Also die Leona hätte tot sein können. Die hatten wir. Definitiv. Und so verlieren wir jetzt alles. Nice. Ja, wird am besten sein. Ich würde reichen, wenn wir solche Threads nicht machen. Wenn wir teamfighten, dann vernünftig, nicht so. Wir müssen auf Malphite warten. Als wir gestartet haben, war es nur 3 gegen 3. Mich noch rächen. Das war klar. Wie auch immer ich das nicht hitten konnte. Wow, Alter. Mal ernsthaft, was ist mit der Ari kaputt? Gleich kommt der Flame. Ja. Zumindest einer, der es einsieht. Es ist leider aus dem Gegnerteam, aber ja. Zumindest der. Nein, er ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Aber irgendwie,
Geht er mal wieder zu Dieb, ohne das Team. So die typischen Yasuo-Kinderkrankheiten. Ich bin ja fett, ich kann ja machen, was ich will. Und dann stirbt er. Der Yasuo wird gleich wieder engaged. Müssen nur darauf warten. Wir haben da echt noch kein Tor verloren auf der Botlane. Krasser Scheiß. Wir hätten die ganze Zeit auf Botlane zurückgehen können. Krass, ist true. Ja, damit ist die Vayne wieder da. Leveltechnisch wie auch, naja, farmtechnisch noch nicht, aber kommt. Sehr schön. Aber auch immer noch 3 gegen 1. Müssen wir in der Mitte rotieren. Und hoffen, dass jemand mitmacht. Auf der einen Seite könnte uns der Yasuo das Spiel extrem gut gewinnen. Und auf der anderen Seite extrem gut verkacken. Das ist eine absolute 50-50 Chance. Ja, das war's dann mit den Drachen. Der nächste Drachen ist dann, by the way, Importante. Aber zumindest lässt sich der Scheiß-Penis ein bisschen treffen. Gottgleich. You're kidding, oder? Gegnerische Doppeltötung. Darf ich jetzt endlich mein Scheißschild hier aktivieren? Meine Fresse, das habe ich jetzt 3-mal auf mich gesetzt. Ich werde mich noch 14 Kills auf den Xin. Auf den Xin Chao. Aua. Aber wir haben Malphite. Malphite im Teamfight, wenn er engaged. Sick as fuck. Wenn er im Teamfight ist. Und wenn er dann engaged. Das sind die beiden Grundvoraussetzungen, die er erfüllen muss. Kriegen wir hin. Ich hoffe, dass wir jetzt den Vladimir in der Toplink kriegen. Ich bezweifle es aber. Er muss aufpassen, da kommt die Dex hin. Ja. Ja, netter Versuch. Nein, hier wird nicht FF'd. Ich spiele das bis zum bitteren Ende. Wir haben immer noch einen Malphite, der uns das easy gewinnen kann. Wenn ich mich gerade mal ein Standbild habe.
Problem ist, die haben so viel Potenzial. Alter Vater. Die machen mit uns aktuell, was sie wollen. Hätte ich wahrscheinlich schon eher drauf gehen sollen, aber ist egal. Besser später als nie. Ist eigentlich schon zu spät. GG, WP ist es noch nicht. Ich gebe zumindest nicht auf. Die Ari möchte auch noch nicht, dass wir aufgeben. Also geben wir auch nicht auf. Sergeant Crazy Tomate. Schöner Name. Die Band war bisher sehr useful. Und ja, so ist wieder mal tot. Ich raff den Jungen nicht. Ich raff ihn einfach nicht. Ist doch zum Kotzen, ist das doch. Oha. Schön. Euer Inhibitor wurde zerstört. Ich raff es nicht. Ich raff die Leute nicht. Ich raffe ja so Spieler nicht. Ich raff sie einfach nicht. Es ist ein Teamspiel, aber es gibt einfach keine guten Yasuo-Spieler, die im Team spielen. Boah. Gut, unser Vorteil ist aktuell, dass sie Hem gehen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch verteidigt kriegen. Aber es sieht gut aus. Sie wollten nochmal die Kills haben, das war dumm. Teamfight. Hätten wir schon den ganzen Tag haben können. Hätten wir trotzdem den ganzen Tag haben können, dessen, weil dafür drehe ich jetzt nicht mehr um. Fühlt meinen Schmerz. Ari. Kannst du ja einen Schaden sonst wohin stecken? BOP. Komisch. Da sagen sie jetzt nichts mehr, hä? So schnell kriegt man dann noch einen Drachen. Ach, schön.
weil der Wladimir sich rein teleportiert hat. GG, WP. Ist das so gottlos, ist das doch, ey. Oh, ich raff die Menschen nicht, ich raff die Elo nicht, ich raff es einfach nicht, ich verstehe es nicht. Kannst, egal wie beschissen du spielst oder wie gut du spielst, die Leute, die schmeißen es einfach weg. Die schmeißen es wirklich weg. 12 Tore auf den Yasuo. Da sind von, sind 10 an den Xin wahrscheinlich gegangen, oder? Also 8. Aber er hat wahrscheinlich den meisten Schaden. Nein, noch nicht mal. Ja. Ja, damn Elo Hell. Du sagst es. Alles klar, also dann. Danke fürs Zusehen, bis dann, tschüss.